und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 Meets Reality mit dem ganzen Haufen Menschen hier. Wir sind, glaube ich, so viel wie noch nie, oder? Hallo. Wir sind elf Leute. Moin. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon mal 11 Leute waren. Ja, wir starten. Ich gehe dann mal. Tschüss. Wir starten eine neue Serie hier auf unserer eigenen Map, der Grünfelder Land, die wir jetzt in den letzten knapp drei Monaten entwickelt haben. Dafür geht auf jeden Fall vielen Dank raus an den Echttod. Den möchte ich hier mit ganz herzlich grüßen. Ja, den Marlon Neumann, den Jürgen Rasex, den Tiger Farm so halb, weil der hat nicht ganz so viel geholfen wie die anderen, aber der kriegt natürlich auch ein Dankeschön. Und alle, die eben hier mitgewirkt haben, an alle, die hast du mitgeholfen, glaube ich, jetzt aber nicht wirklich. Da hätte ich was verpasst. Nee. Ich stelle aber den TS zur Verfügung. Das sind wir jetzt auf dem RP, sonst nicht. Auch natürlich an die ganzen Leute, die uns die Freigaben für die Map gegeben haben. Wenn ihr diese Karte seht, dann denkt bitte nicht, oh, da ist das und das und das und das geklaut. Nein, wir haben für alles, was verbaut ist, Freigaben. Oder es ist LS intern, also vom LS19 oder 17 oder was auch immer. So, und deshalb an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Leute, die uns da unterstützen. So, und damit sei das RP nun eröffnet. Und wir verteilen uns jetzt mal wie gehabt und wünschen viel Spaß. Und dem Hans-Peter, hilft da jetzt eigentlich jetzt jemand? Ich weiß Wobei. Nicht. Okay. Wobei. Gut, ich gehe mal kurz mit dem Hans auf die Seite. Bis gleich. So, Herr Richter, Sie kommen mal mit. Herr Richter. Ja? Mitkommen. Was ist denn hier? Hans, wo bist du denn? Hallo. Hier bin ich. Ich bin's. Hallo. So, ich würde sagen, du hast einen Haufen zu tun. Ich würde dir ein bisschen helfen. Gehen wir mal rüber in deinen Laden und dann gucken wir mal, oder? Ja, das machen wir. Ich habe gehört, da hast ganz schön neue Ausstattung gekriegt. Oh ja, das ist. Ja, wer kommt denn da jetzt schon? Ah, das ist LU. Jo. Ach nee. Geh weg auch schon. Ich hab mich schon mal angeschaut, ne? Es ist echt ein Prachtladen. Für jeden das Richtige. Ich hoffe mal, du hast ein paar Johnnies im Angebot. Oh ja, das auch. Ausnahmsweise. Na, das ist gut. Doch, das weiß ich. Ich setze mich mal drin rein, vielleicht teilst du dann, sagst du denen Bescheid, dass die sich aufteilen können zu mir und zu dir. Ja, das mache ich. Gut. Also dann gehe ich mal zu mir und dann sollen die zu mir kommen. Ja, das mach mal. Gut. Tschö. So, dann helfen wir mal dem Jürgen, dem Hans-Peter mal ein bisschen, weil sonst haben wir hier viel zu viel zu tun. Oh, hier, schöne Bildchen am Start. Eine Krone. Hier einen schönen Johnny. Ich glaube, das ist der Herr Rasex da. Herr Rasex? Ja. Na, da erstaunen Sie was. Ja. Schmuckstück, ne? Sogar von einem Edeltuner, wenn Sie da ganz genau mal gucken. Ah ja, ich sehe es. So, ich habe mit dem Hans-Peter ausgemacht, dass ich mit Bestellungen aufnehme. Aber ich weiß nicht, ob er mir jetzt schon jemanden hergeschickt hat. Oh, ich glaube, da kommt schon einer. Gut. Muss man gucken. Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Grüßt euch, die Herren. Hallo? 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 Wer sind Sie? Der Harry Hofer. Ah, Herr Hofer, ich habe Sie gar nicht erkannt, aber Sie haben eine neue Mütze, glaube ich, oder? Ja. Schick sieht die aus. Und der Herr hier drüben, wer ist das? Ich bin der Franz. Der Franz. Haben Sie auch einen Nachnamen? Ich möchte Sie nicht gleich duzen. Franz Schneider. Schneider, okay. Dann Herr Schneider. Waren Sie schon beim Herrn Peter von und haben sich angemeldet? Nein. Ich habe kein Geld. Wie anmelden? Sie müssten sich beim Herrn Peter anmelden und der wird Sie dann eventuell bei mir zu mir weiterschicken. Ich würde ihm kurz mal weiterhelfen bei den Bestellungen. So. Oh, da ist schön ein Waldra mit Pöttinger Mehrwerk. Auch schön. Und den Fendt bei Nacht. Das sieht brutal aus.
Xerion haben wir auch. Und hier noch ein Fend mit Fentigo. Ha, schick, schick, schick. Hat er sich denn hier Laden eingerichtet? Oh je. So, jetzt Jürgen, hallo. Wir sind ja noch per Du, oder? Ja, ja. Da okay, passt das bei mir bestellen, was willst du denn haben? Also. Achso, warte mal, ich muss mal hier gerade noch einen Zettel und einen Stift vorbeilegen. Bei mir kannst du loslegen. Ja, warte, ich brauche erst ein Stiftchen. So, sag mal an. Also als erstes ein Audi. An Audi. Ja. So wie er ist. So wie er ist. Jo. Als Avant. Jo. Okay. Ja. Das haben wir natürlich gut gemacht, habe ich gleich mal ein Fell gelandet. Ich verkaufe mal den Audi wieder, weil den habe ich falsch gekauft. gut. In den Händlerjob muss ich noch ein bisschen reinwachsen. So, warte mal. Hier, da müssen wir hin. So, dann machen wir das nochmal. Den Audi, so wie er ist, macht Pi mal Daumen 64.250. Ja, dann habe ich den jetzt schon geklickt oder noch nicht? Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. So, jetzt weiter geht's. So, dann unter Varuna LP den Fast Truck vom Bauhof. Ja, das ist ein ganz guter Tuner, habe ich gehört. Der soll ordentliche Modelle eigentlich präsentieren. Mit Reifenvariante Trelleburg breit. Mhm. Felgenfarbe schwarz. Ja, Felgenfarbe schwarz. Onyx oder Jet? Jet. Okay. Und das Bauhofdesign. Okay, das macht 312.350. Das ist ein JCB. Dann kaufen wir Ihnen den mal, ja. So, dann da unter Rubrik LKWs. Ja, aber denken Sie dran, dass Sie auch den Parkplatz vorne freihalten, gell? Sonst kriegen wir Probleme mit dem Hans. Ja, ja. Ja, schießen Sie los, LKW. Den Port Engines MAN. Was für ein Ding? Den, ach, den Abschlepper. Den Abschlepper, ja. Hauptfarbe Orange. Mhm. Felgenfarbe auch wieder schwarz. Mhm. Dann bei Design kommen die Bretter an die Seite noch. Ja, das Extended Plateau, das kostet halt, wenn ich jetzt recht gucke, ja, nichts extra, okay. Und Motorausführung volle Pulle. Volle Pulle. Ja. Ja, was haben wir denn da? Da können wir Ihnen liefern 840 Pesen. Hm? Zum Preis von 187.500. Jo. Gut, habe ich den jetzt schon? Ne, habe ich noch nicht. So. Okay. So, dann. Und brauche ich ein Gewicht? Ein Gewicht. Ja. Mhm. Ein SB 160. Mhm. Also 1,6. Von Sur. Genau. So wie es ist, der Farbe. 1600 meinen Sie aber, oder? Ja. Okay, das gibt's zum Preis von 1450. Gut. Dann bräuchte ich meinen Bauhofanhänger. Ein Bauhofanhänger? Haben Sie einen eigenen Anhänger? Ja. Schau mal gerade, wo der in der Anhänger. Der Bauhof Weber alias Bauhof Dark Racex. Ja. Felgenfarbe schwarz und Hauptfarbe orange und Breitreifen. Breitreifen. Jawohl, den gibt es zum Vorteilpreis von 35.000 heute im Angebot. Krampe. Ich muss gerade die Rechnung mitschreiben, gell? Nicht, dass Sie ein bisschen verwundert sind. Oh ja. Der Krampe Weber Trailer. Okay. Dann ein Dolly. Habe ich den jetzt? Habe ich den jetzt schon gekauft? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal, ich mache sie jetzt nicht pleite. Ich guck mal gerade noch mal in die Bestellung rein. Nee, sie haben sie nicht gekauft. Nee. Okay. Dann eine Dolly, sagen Sie? Ja, mit Breitreifen. Ja, wollen Sie die vielleicht auch von Varuna LP designt? Ja, klar, gerne. In welcher Farbe? Felgenfarbe schwarz auf jeden Fall. Mhm. Hauptfarbe orange. Okay, Breitreifen haben Sie gesagt.
Mit oder ohne hier Tuner-Embleme oder? Mach mal mit. Ja, es sind nur 50 Euro, die kann man mal verschmerzen. Ja. Macht dann 12.750. Ja. Was darf man noch Gutes für sie tun? Müssen wir nochmal einmal zu Fahrzeugen, da brauche ich meinen Bagger, nämlich. Okay, können Sie das auch alles transportieren hier? Ja, ja. Okay, ich das gleich ein bisschen auf Seite, dann haben die anderen hier auch Platz. Ja, was brauchen Sie denn noch? Den Bagger einmal. Ja. Mit. Oben links einmal nach rechts klicken. Ja, Annexora Ramö. Avec, avec. Genau, da. Avec. Einmal nach links, sagen Sie. Avec, ja. Boga! Jo. Du möchtest einen Kredit schon. Oh. Ja, der neue hier, wie heißt der? Also Franz oder wie der hieß? Jo, der Schneider. Der soll mal den Herrn Neumann anrufen. Okay, das soll schien. Die Richtlinien kennt er ja, die haben wir ja per Post gekriegt von der Bank. Tschüss. Tschüss. Gut, jetzt weiter. So, dann, also Avec einmal und dann noch bei Option Trimble. Trimble. Okay, Trimble haben wir. So, und dann? So, dann ein Schild passend dazu. Was für ein Schild? So, soll ich den jetzt schon bestellen? Ja. Na, wie läuft's hier? Das ist aber ein Second, Third-Hand Fahrzeug mit 3.501 ja, ja. Euro. Der RaceX, der kauft einen Laden leer. Der kauft einen Laden leer, jetzt schön oder was? Jo. Das Schild, wo sind denn die Schilder? Ach, da, hier. Werkzeug ja. Und dann da drunter. Type 06. Was für ein Ding? Type 06. Ja, das Schild oder was? Bei Lame. Ja, ja, Type 06. Okay. Also die sechste Variante. Jo, das gibt's für 2.650. Jo, und dann einmal die Schaufel direkt daneben. Okay, die Incon Gooded Courage. Ja. 4.400. Schaufel. Okay, das wäre es gewesen. Moment. Okay. Nee. Oh, was fehlt denn noch? Wissen Sie, ob Ketten erlaubt sind hier auf der Straße? Auf der Straße nicht, nur die Pflegeketten da, die Gummiketten. Die gibt's ja bei dem Bagger auch als Variante 2. Hm. Aber dann einmal noch ein Glas. Wie ein Glas? Glas-Traktor. Ja, welchen? Groß-Traktor, den Xerion 5000. Können Sie sich den überhaupt leisten? Ja, ja. Da muss ich gerade mal in Ihre Finanzen reingucken. Ja, okay. Das machen Sie gut, muss ich sagen. Sieht gut aus. Ja, Hans, ich will doch nicht, dass du pleite gehst. Das finde ich gut. Xerion, haben Sie gesagt? Genau, den 5000er. Mhm. Dann mit Trelleborg Gravels 2. Was? Reifenvariante Gravel 2. Also die großen Ketten. Hast du? Ah, Crawlers heißt es, aber sonst ist okay. Felgenfarbe schwarz und die anderen zwei Farben orange. Welches schwarz? Auch Jet? Ja. Die anderen zwei orange, okay. Und den 4000. Was? 4000? In Xerion 4000 oder 5000? Oder 4500? Okay. Der schlägt zu Buche. Der ist gerade wirklich im Angebot für 163.800. Boah, das ist ja gut. Ja, das ist jetzt das Einführungsmodell. Der hat noch ein bisschen so ein paar Probleme mit dem Motor. Da könnte sein, dass vielleicht mal hin und wieder so einen Aussetzer haben. Also. Ah ja, den krieg ich ausgetauscht. Das war dann erstmal. Okay, dann rechne ich Ihnen noch kurz die Steuer aus. Ja. Können Sie mir gerade den Gesamtpreis... Ja, den muss ich auch erst mal ausrechnen. 64, Moment.
Dann die 500, dann kommt noch drauf das Gewicht. Plus. Ich glaube, da ist einer auf die falsche Taste gekommen. Krampe. Hat plus seine Stimme verschlagen. Den hier plus. Nee, ich bin so konzentriert, Jürgen, deshalb also. Plus. Und wenn ich manchmal auf die Tastatur drücke, dann kann da passieren, dass sich da mein Gehirn ausschaltet. Plus so. 2650 plus 1400. Jetzt passiert es, glaube ich, gleich wieder. 1638 00 gleich. Das wäre eine Gesamtsumme von 7. Moment, ich notiere mir das auch nochmal. 785.651 mal 1,2 942 781 nee, Quatsch. So, also hätte man eine gesamte Nettosumme, Bruttosumme von 942.780 minus 5651 gleich. So, dann hätten wir einen Steuer geteilt durch 2 von 78.000 764 1000 78.764 an den Staat, an die Gemeinde als Steuer. Und das gleiche im Grunde auch an den Herrn Peter als Gewinnbeteiligung. Gleiche? Ja, außer Sie handeln jetzt mit ihm noch einen Gewinn aus oder einen Rabatt aus. Jo. Hans? Gut. Da ziehe ich mich jetzt mal zurück. Ich wünsche Ihnen viel. Haben Sie noch einen Kunden für mich? Herr Peter. Momentan nicht mehr. Also okay, aber da läuft ja noch eine rum. Ich frage den mal. Ja, frag den mal. Gut, tschüss. Tschüss.